Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar, zurück mit Generation Zero. So, wir sind hier im Bunker und ich habe mich jetzt mal schlau gemacht. Und zwar haben wir diesen Zettel gefunden. Entschuldigung. Boah, schluck auf. Meine Güte. So, wir haben den Zettel gefunden. Und zwar sollen wir herausfinden, wo die Leute sind. Und ich dachte, hä, hier im Bunker muss irgendwas sein. Und wir haben ja diese Adressen. Und jetzt suchen wir die Leute mal bei den Adressen, um rauszufinden. Und suchen nach Hinweisen im Bunker. Ja, wir müssen aber gar nicht mehr im Bunker sein, sondern halt Log, Mission und dann hier. Und da steht, dass hier, welches Haus wir durchsuchen sollen. Und dann haben wir noch, danke nochmal für den Tipp, also das Jägerhaus, das muss irgendwo nördlich von dem Anfangsgebiet sein. Also ist wahrscheinlich hier oder vielleicht hier oben oder da oder da. Das soll auch ziemlich gut sein. Also wir haben, aber das Gewehr haben wir jetzt auch schon gefunden. Die Frage, ob da ein besseres Gewehr ist oder so. So, jetzt gehen wir jetzt mal hier in den Ort. Wir sind ziemlich voll. Ich weiß nicht, ob wir unser Zeug mal loswerden oder so. Oder ob das durchgehend ist, ja? Ich meine, guck, wie groß die Karte ist. Können wir dann irgendwann mal Sachen auch mal zurücklassen? Oder wie sieht das aus? Ich meine, Inventar. Fähigkeiten. Es wäre schon cool. Fähigkeiten. Wo ist denn Versorgung? Wurf, Flanken, Feind, erkläre Ziel, letzter überlebender Kommandeur. Überleben. Tankkapazität, da. Überlebender. Schlösser knacken, das wäre auch mal nett. Wir haben einen Punkt, oder? Ne, haben wir nicht. Never mind. Los geht's. Wir sind jetzt gut bewaffnet. Ich habe nochmal überall Munition im Bunker gefunden, als ich geladen habe. Man kann fortsetzen drücken, tatsächlich. Jetzt habe ich seit ein paar Tagen nicht gespielt. Jetzt muss ich dann wieder reinkommen hier. So, wir haben... Warte, was? Wir haben keine Pistolenmunition mehr? Wir haben nämlich hier, guck mal, da gibt es zwei Kronen und da gibt es eine Krone. Sie verschießt 32 ACP. Wir haben gar kein 32er ACP. Doch, haben wir. Voll mit... Das verstehe ich jetzt nicht. Ergänzung. Ah. Warte mal, war ich schon in allen Häusern? Das kann nicht sein. Nee, nee, nee. Warum ist denn hier auf? Vielleicht ist das einfach so auf. War ich schon in dem hier? Wir müssen doch mal die Hausnummern gucken. Ist doch keiner hier, ne? Guck mal, das rotes Licht an. Rotes Licht. Nee, das war ich nicht. Wir bleiben mal mit dem Scharfschützengewehr. Welche Hausnummer war das jetzt? Splash. Guck mal, beim Essen. Aber so krass nach Kampf sieht das alles nicht aus. Das ist alles super steril. Außer an dem einen Holzfällerplatz, da war irgendwie Action. Ich bin halt nicht so überzeugt von... Ich meine, die Roboter ballern halt direkt auf mich. Ich meine, haben die Leute überhaupt nicht angegriffen? Ah. Noch mehr Zeug. Wo ist keiner? Kein einziger Robi. Das ist merkwürdig. Warum nicht? Gerade hier. Also, haben wir nicht hier ein Straßenschild? Hausnummern? Ne, das gibt's auch nicht. Wie soll ich denn die Straßen rausfinden? Wir müssen eine Runde laufen. Ich würde sagen, wir gehen... Boah, scheiße. Können wir machen jetzt mal die Straße hier. Wir machen das gelbe Haus hier zuerst. Warte, den da. Da war ich auch noch nicht. Oh Mann, ey. Machen wir den hier erst. Alte Mauer. Hallo, ist hier jemand? Kiste rein.
Mann, die Schweden. Die haben vielleicht viel Munition. Vielleicht muss ich einfach direkt zum Wegpunkt. Aber vielleicht auch nicht. Nichts. Ich lasse mal die Lampe an. Brauchen wir wahrscheinlich nicht auslassen, weil kein Roboter hier. Da brennt was. Guck. Wieder ein Panzer bestimmt. Ja, ist wieder ein Panzer. Vielleicht greifen die auch nur bewaffnete Leute an. Aber ich meine, so viel Munition, wie die alle in den Häusern haben. Ich meine, die müssen doch alle bis an die Zähne bewaffnet gewesen sein. Oh, Kund hier. Kundsam. Guck mal, hier ist wieder so einer. Die sind so cool. Auch ein Auto auch. Tote Robis. Oh Mann, hoffentlich kommen jetzt hier nicht auf einmal welche. Da. Konditor. Noch mehr ausgebrannte Autos. Ich meine im Ernst, der Leveldesigner hätte sich ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können. Alles sehr steril. Super sauber, top aufgeräumt. Zusatzmagazin. Oh, warte mal, habe ich das nicht schon irgendwo rausgenommen gehabt? Mist. Aber jetzt muss einfach da rein. Ist ja auch egal. Ich hatte eine Pistole weggeworfen. Ich hoffe, das war jetzt nicht die mit dem Zeug drin. Ich will das so gerne mal im Koop spielen, echt. So gerne würde ich das doch tun. So. Feuerwerkskörper, ist das abgeschlossen? Lette Margarin extra Pris 1260 Schekel. Ich weiß nicht. Schwedische Dublonen. Ich glaube, die haben doch auch den Euro. Schwedische Euro. Hör! Oh, eine Brille. Dankeschön. Ich mir schon. Oh, hier. Ach, wir sind voll. Aber das können wir gut gebrauchen, deswegen. Ergänzung entfernen. Möller PP, erweitertes Magazin wahrscheinlich, ne? Spitzmunition, warte mal. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich meine. Die Frage ist. Warte, habe ich das Magazin da drin? Ja. Ach, guck mal. Habe ich das jetzt aufgesammelt? Ach, keine Ahnung, auch egal. Kommen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Heilung. Ach doch, guck mal, hier können wir rein. Hallo? Nee, doch nicht. Scheiße. Das ist doch blöd, das Gebäude mit der Leuchtreklame geht natürlich nicht. Natürlich. Wie hätte es auch anders sein sollen. Boah, Alter. Der Superkofferraum. Ich sag's ja. Bis an die Zähne bewaffnet. Ah, das geht auch nicht. Damit. Wäre halt toll, wenn man doch ein Versteck hätte, in dem man alles lagern kann. Oder ein Auto. Oder Tresor. Das Rotlicht, da müssen wir jetzt mal rein. Ich will wissen, was hier liegt. Das geht bestimmt auch nicht. Das einzige, die einzigen Gebäude, die interessant wirken, sind die, in die man nicht rein kann. Es ist doch bescheuert. Im Ernst. Das ergibt doch keinen Sinn. Vogeldunstmunition. Oh! Jacke wäre Stufe 2, das ist gut. Oh Mann, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Moment, Moment. Jetzt machen wir gerade mal Platz. So.
Warte mal. So. Stufe 2. Was ist das hier? Was ist mich verwirrt? So, zwei verschiedene Schalldämpfer, ne? Teilmantelmunition. Ach, Schalldämpfer für Maschinenpistole. Geil, haben wir auch noch nicht. So, ablegen. Brauchen wir auch nicht. Müll APP. Oh Mann, das Gewehr, dass wir das hier lassen. Meine Güte. Aber das scheint ja nicht das Problem zu sein. Oh, ich hab mich gar nicht... Ist das der Blutmond? Jetzt kommen die Zombies. Okay, jetzt sind wir durch. Ich meine, in irgendeinem Haus werden wir schon Info finden. Sind das alles Lampen? Ja. Benzo Höja Perisina. Ganz schwedisch, sehr gut. Oh, das ist ein netter Raum hier. Ich meine, wir haben so viel Munition. Aha. Durchsuche den Bunker nach Hinweisen, bla bla bla. Bring den Schlüssel fürs Waffenbereitschaftslager, Leutnant Alle, 14 Uhr, vergiss nicht, abgebrochen. 14 Uhr. Bring es. Ist der Schlüssel fürs Waffenlager hier? Vielleicht ist er irgendwo im Haus. Das sieht alles aus wie so eine IKEA. Das sieht tatsächlich aus wie so Vorbilds-IKEA-Räume. Ja, wenn man IKEA geht, sieht das doch dann so aus, oder? Ich meine. Bist du unterm Sofa? Nee. Ja, du Lappen. Ich habe keine Ahnung. Das ist noch ein Buch. Waffenbereitschaftslager. Waffen und Lager. Ja. Das in einem Wort vereint. Hört man immer wieder gerne. Erste Hilfe-Set. Ach nee, Quatsch. Er hatte den Schlüssel nicht, sondern hat jemandem gesagt, er soll den Schlüssel bringen. Wo sind denn die ganzen Gegner? Und Munition. Oh. Der Pazifisten-Schwede. Wir haben ihn gefunden. Warte mal. War ich hier schon? Ah. Also, das ist mal ein neues Haus. Es ist so still. Hallo? Hier ist auch nie was drin, ne? Nein. Oben? Die
Die sehen auch alle gleich aus. Alles gleiche. Alle die IKEA-maßstabsgetreuen Gebäude. Coole Schuhe. Ich glaube, Kleidung. Das Gute ist, Kleidung fügt er immer direkt hinzu. Wenn ich jetzt wenigstens rumballern könnte. Überall der Wind am Wehen. Ich denke jetzt mal, jetzt tauchen hier Monster auf, aber haben wir ja nicht. Das sind nur Roboter. Wenn es Roboter gibt, gibt es das andere meistens nicht. Ich wette, das hat irgendeine Bewandtnis, das Haus. Da kommt, da gehen wir mal zuerst hin. Boah. Tückischer Sumpf. Guck mal, da sind auch überall in der Stadt Lichter an. Ich meine... Okay, das Stalven. Kann ich das benutzen? Das sieht aber nicht so noch aus. Denke mal nicht. Nö. Langweilig, nichts. Also was mir wirklich gefällt, sind die Roboter und das Geballer mit denen. Das Looten ist sehr schnell einseitig. Waffen zu finden macht immer Spaß. Und das im Koop zu spielen macht natürlich auch immer Spaß. Aber man sieht, dass das Level-Design sehr eintönig ist. Ich meine, es sieht wirklich alles aus, als wenn es frisch gebaut wäre. Guck, das sind einfach perfekte Wohnungen. Alles picobello, ja. Das war ein Dorf zum Verkauf, ja. Also so ein Vorbildsdorf. Das Einzige, was nicht reinpasst, sind die Rucksäcke. Und die Poster sind ganz gut. Die machen es dann noch mal ein bisschen, aber sonst. Ich meine, da die haben ja wirklich die Gebäude copy-paste. Ich bin mal froh, jetzt wie hier mal ein bisschen was anderes zu sehen. Aber wenn die Welt schon steril ist, dann sollte sie wenigstens auch ein bisschen. Ich meine, Licht, überall ist Licht. Der Strom ist anscheinend nicht ausgeknipst. Aber wir werden vielleicht noch mehr erfahren. Aber ich weiß nicht, ob ich so weit spiele, dass wir das erfahren werden. Das ist die Frage. So, jetzt wieder zurück. Und ich glaube tatsächlich, dass das Coolste ist, zusammen mit Freunden halt große Roboterplatten machen. Die gibt es auch richtig große. Und ich glaube, die zu umgehen... wäre falsch, weil das ein wichtiger Content-Aspekt ist, sogar der wichtigste überhaupt, ist diese Roboter-Klatschen. Aber ich habe noch nicht lange genug gespielt, um eine Güte, tut mir leid, die Folge ist sehr still. Aber warum hier niemand ist, verstehe ich nicht. Wieder Klamotten. Es sieht halt aus, als wenn das ein Spiel wäre, was ein Jahr mindestens zu früh released wurde. Im Early Access ist es doch gar nicht, oder? Es ist ein Full Release. Beute, eins. Ich will töten, lasst mich doch etwas erschießen. Deshalb bin ich doch hier. Deshalb bin ich doch hier. Wir sollen immer noch hier was finden. Wahrscheinlich das letzte Haus. Nein, nur das da. Fliegerjacke rot.
Das erinnert mich wieder, wie gesagt, ein bisschen an Stranger Things. Schalldämpfer für Jagdgewehre. Jetzt fühlt sich das auch gar nicht mehr so toll an, irgendeine Waffe zu finden. Weil, jetzt haben wir schon mehrere von allen gefunden. Außer von der Schrotflinte. Tatsächlich. Die sieht ziemlich hinüber aus. Ah, hier ist nix. Brauche ich gar nicht gucken. Ich weiß so ganz genau, wie die mittlerweile aussehen. Und hier... Ah, wir haben 0:20 Uhr. Ich habe Geburtstag. Alles Gute, Aldemar. Ich habe es gerade gesehen. Ich habe die Zeit voll vergessen. Ja, wir haben jetzt den 2. April. Dankeschön. Danke schon mal an alle, die mir gratulieren. Ja, ist gerade, ich nehme es gerade genau um die Uhrzeit auf. Ich bin ein fast April-Scherz. Ich wurde auch, glaube ich, ungefähr eine Stunde nach Mitternacht geboren. Und wollte aber kein April-Scherz werden, sonst ist man nämlich, muss man damit leben. Und es tut mir leid für alle April-Scherze. Ich kann das verstehen. Ne, nur fertig. Genau. So, haben wir nicht noch einen Zettel hier irgendwo? Da muss da noch einer sein. Oh, mein Mikro hängt die ganze Zeit ziemlich falsch. So, jetzt kann man mich auch vielleicht besser hören. Leider. Oh, Mann. Ich will wenigstens mal einen großen Roboter abknallen. Das sieht mal anders aus hier. Guck mal, wie lazy, ja? Heavy's Flash. Da siehst du noch, wie gelangweilt der Map-Designer war, ja? Ach, scheiße, da noch Poster, fertig. Weiter zum nächsten Haus, egal. Make-up. Lol. Oh Mann, die Folge ist gleich schon zu Ende. Oh. Ah, hatte ich schon. Ja. Meine, der Weg. Wir haben noch bei weitem nicht alle Häuser fertig. Oh, hier war ich schon bestimmt. Jemströmen. Ping-Pong-Strömen. Es gibt einmal so ein ausgebranntes Auto irgendwo. Aber dann haben die auch keine Einschusslöcher oder sowas. Mantelmunition. Ich bin jetzt 33. Ah, scheiße, ist auch nur. Ich dachte, jetzt wäre es. Ich dachte, jetzt hätten wir es gefunden. Ich weiß ja nicht mal, wo ich nach. Ich suche wahrscheinlich Notizen, dass die irgendwo im nächsten Ort sind. Und dann geht's nach. Warte, ich sag's euch. Nach Südraustrum, Rostrum, dahin oder nach. Warte. Nach Östervik. Ja? Meine Güte, guck mal, wie groß das ist. Also, es muss doch schon ein. Also. Aber wenn das immer nur das gleiche ist, die Karte ist ja riesig. Es ist ja nicht schlecht. Aber wenn. Die Karte wird sich wahrscheinlich nicht unterscheiden. Wird alles genauso aussehen wie jetzt hier, was wir schon gesehen haben. Noch da rein. Letztes Haus. Und dann keine Ahnung. Lichtschalter. Oder. Boah. Das Haus sieht immer anders aus. Welche Überraschung? Hier ist eine Karte. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Evakuierungsroutine. Ich habe doch gesagt, eines der letzten. Fliegeralarm sofort zum Luftschutzbunker. In Saltham evakuieren. Zivile Evakuierungsterrine. Sammelpunkt Saltwallen. IP für militärische Extraktion. Die Karte zeigt Sportplatz, zum Beispiel den Luftschutzbunker.
Ja, aber das weiß ich ja. Och, Spott. Okay. Den haben wir ja schon. Also müssen wir jetzt zum... zum Dingensmoment. Der ist... da. Komm, wir gehen zum Sportplatz. Ich will jetzt wissen, was da ist. Aber ich muss jetzt leider aufhören. Leute, wir sehen uns wieder. Nächste Folge. Es tut mir leid. Yeah, hoffentlich passiert nicht. Vielleicht sind alle weg. Wer weiß, ich habe gewonnen. Ja? Wie auch immer. Bis dahin. Haut rein, Leute.